Hallo, hier bin ich wieder. Heute ist der 19. Juni und heute ist die blaue Hilde dran. Das ist die Stangenbohne, die ich schon in Deutschland hatte und die wirklich für mich ja schon, also da, ich bin einfach bei ihr hängen geblieben. Ich hatte ganz am Anfang mal die Mathilda, die war auch extrem gut. Das ist auch eine gute Stangenbohne, bin dann aber zur blauen Hilde dann mal irgendwann, weil ich einfach mal was anderes ausprobieren wollte, schon vor mehreren Jahren. Und bin bei ihr hängen geblieben, weil sie einfach so unkompliziert ist. Anfangs dachte ich, ich finde die Bohnen leichter, aber da die Stängel auch violett sind, ist das nicht unbedingt so. Aber ich bin bei ihr hängen geblieben, die schmeckte mir genauso gut und ich fand sie wesentlich unkomplizierter und hatte vor allem an der blauen Hilde auch noch nie Läuse dran, auch in Deutschland nicht. Während an der Mathilda kann ich mich erinnern, auch wenn es schon ziemlich lange her ist, dass da Läuseprobleme gab. Aber das kann als auch Zufall sein. Das einfach mal ein Jahr mit vielen Läusen war, das weiß ich nicht mehr so genau, aber sie ist wirklich extrem unkompliziert. Die ist in Deutschland wunderbar gewachsen und sie macht es hier auch. Steht hier am Rand, die kriegt die Südwestsonne doch ziemlich stark ab, also ohne diese leichte Beschattung hier. Und ja, wächst, gedeiht und trägt ohne Unterlass. Habe hier schon mal eine Ladung abgemacht. Heute ist wieder eine Ladung dran und ich möchte heute die Bohnen mal wieder mit Kartoffeln machen. Im Moment haben wir halt einfach viel Kartoffeln. Und ich möchte die Kartoffeln so machen, dass sie schmecken wie Paprikachips. Nicht von der Konsistenz, sollen keine Chips sein. Aber ich werde die wieder so in Scheiben schneiden. Ich werde sie vorher kochen, dann in Scheiben schneiden. Und dann in der Pfanne noch mal machen und werde mir eine Gewürzmischung dazu machen, die in die Richtung geht, ja, ich muss mal gucken, kann man natürlich gut mit süßem Paprika machen, ja, Tomatenmark, Curry, ganz wichtig, ja, und da möchte ich so in diese Geschmacksrichtung gehen von diesen, und ich werde es auch ein bisschen scharf machen, ich mache noch von meinen eingefrorenen Glockenchilis dran. Ja, wie diese, weiß nicht, ob die jemand kennt von Fanny, diese mit Pepperoni, diese Paprika-Chips. Die schmecken, finde ich, sehr gut, leider, aber ich esse sie trotzdem selten. Und ja, jetzt will ich aber mal Kartoffeln machen, die in diese Geschmacksrichtung gehen. Und zwar mit der blauen Hilde zusammen. Das ist die blaue Hilde. Das sind jetzt hier sechs Pflanzen, drei Stangen A2. Das langt vollkommen. Ich habe die letztes Jahr bis in den Herbst hinein ununterbrochen geerntet. Habe sogar teilweise einfrieren müssen. Zwei Beutel habe ich eingefroren, obwohl ich das hier gar nicht mehr machen will. Hier alles hängt voll und die mache ich mir jetzt ab. Ich schneide das hier immer schon hier unten ab, nicht erst oben in der Küche. Immer hier die Schnipselchen.
Aber das ist jetzt die zweite Ernte. Jetzt ist noch mal eins draufgelegt. Das ist schon ziemlich viel für zwei Personen hier. Aber ich möchte die eigentlich nicht unbedingt einfrieren. Ich könnte die auch im Winter anbauen natürlich. Aber das ist hier dann so stürmisch, da will ich gar keine Stangenbohnen haben. Ja, dann habe ich auch die dicken Bohnen, deswegen will ich die gar nicht unbedingt einfrieren. Die werde ich heute essen. Oder wir zwei. Wir sind immerhin zu zweit. Das kriegen wir auch hin. Wir essen beide gerne Bohnen. Und ich hole jetzt noch die Kartoffeln raus. So sehen die aus. Die sind jetzt natürlich nicht, die will ich aber, das ist eine andere Sorte, ich weiß jetzt, oder ist die nur so dreckig, kann auch sein. Ja, hier ist sogar noch eine Bohne. Die mache ich jetzt noch sauber mit unserem Außenwasserhahn. Die treiben gleich schon wieder aus. Aber die sind eigentlich eher nicht dafür gedacht, die jetzt so in Scheiben zu schneiden. Vielleicht lasse ich sie auch ganz. Ich schaue mal. Aber ich möchte Geschmacksrichtung Chips mit Pep. Richtig. Also ein bisschen scharfen, süßlichen Paprikageschmack will ich da dran haben. Aber ohne das viele Salz. Salz muss dran, aber natürlich nicht so wie bei den Chips. So, vom Schlafen gehen noch mal ordentlich Kartoffeln. Ich habe hier jetzt hauptsächlich, also ich sag mal die Reihenfolge: süße Paprika, Curry, Kurkuma, Pfeffer und natürlich Salz ist ungefähr hier in dem Mengenverhältnis. Das habe ich jetzt hier alles rein und das ist meine Gewürzmischung.
Das brate ich ja noch an. Und das kommt auch noch dazu. Das sind die Glockenchilis. Und ich werde jetzt noch etwas Kreuzkümmel reinmachen. Das gehört jetzt zwar nicht unbedingt in die Chips, aber ich finde in Maßen. So, dass man ab und zu mal draufstößt. Man kann es auch noch malen, dann passt das besser hier rein, aber ich finde das gar nicht so schlecht, da ab und zu mal drauf zu beißen. Das erhitze ich jetzt, habe es jetzt auf 8 stehen, stelle das natürlich dann runter auf 5 ungefähr, 4, 5, wenn es anfängt Blasen zu werfen. Ich habe mir jetzt nochmal Tomatenmark hier hingelegt, da mache ich aber nur ein bisschen was dran, aber das so ein bisschen schmeckt dann auch nochmal sehr gut, aber sollte jetzt auch nicht übermäßig sein, es soll hauptsächlich nach süßem Paprika ein bisschen scharf schmecken. Aber das ist auch nicht schlecht, nochmal dran zu machen. Wie gesagt, die Konsistenz ist natürlich nicht die von Chips und soll sie auch gar nicht sein. Aber die Geschmacksrichtung, die soll ungefähr hinkommen. Und das passt auch wunderbar zu Bohnen. Ich habe das schon mit Reis gemacht. Schmeckt auch wunderbar. Auch Reis lässt sich total gut so würzen. Aber bei uns müssen jetzt langsam so die ganzen Kartoffeln raus und wir können die schlecht lagern hier und die neuen kommen schon wieder. Deswegen gibt es jetzt vermehrt Kartoffeln.
wie Chips. Oh. Also von der Gewürzmischung die Chips, nur wahrscheinlich mit einem Viertel Salz davon. Und nicht so heiß frittiert. Nicht ganz so heiß. So, und jetzt kommen die Bohnen dazu. Und das sind reichlich.